Nächste Frage. Man sagt, das Theologiestudium sei so irre schwer und eigentlich kaum zu schaffen. Wie sehe ich das, nachdem ich zumindest auf Lehramt Gymnasium auch Theologie studiere? Ein paar Anmerkungen dazu. Was macht man überhaupt im Theologiestudium? Da gibt es ein paar Unterteilungen nochmal, die man also kennenlernen müsste. Zum Beispiel die systematische Theologie, die besteht aus Dogmatik, Fundamentaltheologie und theologischer Ethik bzw. Moraltheologie. Dann ein anderer Schwerpunkt, das wäre dann Kirchengeschichte, alte, mittlere, neue Kirchengeschichte. Was haben wir noch? Pastoraltheologie kommt im Volltheologiestudiengang vor. Bei den Lehrämtern ist es dann Religionspädagogik, Schrägstrich Religionsdidaktik. Und ansonsten, ja, natürlich die Bibelwissenschaften, also Altes und Neues Testament dann jeweils nochmal aufgegriffen. Dann heißt ständig, boah, da muss man so viele Sprachen lernen, Latein, Griechisch und Hebräisch. Naja, also braucht für Lehramt Gymnasium Lateinkenntnisse und Griechischkenntnisse. Hebräisch fliegt völlig raus, das habe ich nur mal so nebenbei zum Spaß gemacht und hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Im Volltheologiestudium braucht man hingegen alle drei Sprachen, aber auch wieder nur in dieser Form dieser Kenntnisse, wobei das also von Uni zu Uni variiert. Ich weiß zum Beispiel, dass in irgendwo im Osten, Erfurt, ja, in Erfurt braucht man zum Beispiel fürs Theologiestudium ein volles Hebraikum. Ich rede jetzt auch übrigens konfessionell katholisch, auf evangelischer Seite legt man da noch größeren Wert drauf. Aber diese ganzen, ich nenne es mal Küchenkurse, die man an der Uni absolviert und dann zum Beispiel noch Griechisch und Hebräisch zu machen, das ist eine Geschichte von 1, 2 Semestern, die jetzt auch nicht so wahnsinnig tief geht, dass man da dran völlig scheitern würde. Also natürlich muss man da ein bisschen was dafür tun und nach Möglichkeit auch eine gewisse Sprachbegabung mitbringen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass irgendwie die Sprachen so Hammerklötze wären, dass man das jetzt irgendwie mit einem überschaubaren Aufwand nicht bestehen könnte. Von daher, wer sich zum Theologiestudium irgendwie berufen fühlt, also da gibt es überhaupt keinen Grund, sich entmutigen zu lassen. Das ist mit Sicherheit nicht schwerer als irgendwelche anderen Studiengänge, ganz im Gegenteil. Also was in BWL oder sonst was für Studiengängen geklotzt wird, da dürfen wir uns dann vielleicht sogar noch warm anziehen. Ja, so viel dazu. Danke.